Hallo und willkommen zurück in Adania! Nach der letzten Höhlentour habe ich jetzt den ganzen Krams mal gepackt und in diese, also in diese Schulkern reingetan. So, das haben wir rausgeholt. Hier ist der wertvolle Krams. Bisschen Redstone, Eisen, nicht mal wenig. 4 Name Tags, yay! Ich weiß jetzt noch nicht, wen wir jetzt alles benennen werden. Auf jeden Fall noch ein Pferd, vielleicht sogar einen ganz besonderen Villager. Mal schauen. Müssen wir erstmal einen besonderen finden. Emeralds sind immer super. Hier für den Weg, ein bisschen Sattel, Diamant. Also ich finde, das ist eine super Ausbeute. Der kam hier rechts. Naja, haben wir gerade Hunger? Nee, sonst hätten wir die Brötchen essen können. Naja, gut, okay. Nee, die Brötchen können wir direkt mal wegsortieren. Noch Mobkram. Ach, ich lasse das erstmal alles so. Das mache ich dann in einer ruhigen Minute mal. Hier vorne ist noch ein bisschen was dran. Noch ein bisschen Iron, ein bisschen hiervon. Ein bisschen Kohle halt und ja, noch mehr Gravel. Gravel nehme ich mal raus. Die Kartoffel und ja, den Rest lasse ich. Hier haben wir das. Gut. Packen wir den Krams mal hier noch schnell rein. Was richtiges zu essen haben wir hier drin. 64 Brötchen Nummer 2. Oh Gott, zu essen ist mehr als genug da. Und noch eine Kartoffel. Das heißt, jetzt sind schon 2 Kartoffeln da zum Anpflanzen. Das schreit ja irgendwie förmlich wirklich mal nach einem großen Beet oder so. Nach einer größeren Farm. Platz ist nicht allzu viel da, aber da kann man sich bestimmt noch ein bisschen Platz machen. Wir haben, das Grundstück ist ja groß genug. Gut, hier für den Weg, ja, das hier fülle ich mal schnell auf und dann kommt das weg. So, stecken wir das mal. So, so, ein bisschen aufgeräumt und Mob-Scheiß hier rein. Mein Gott, das passt schon gar nicht mehr, Gunpowder. Ich hole einfach mal ein paar Pfeile mit raus. Wo kann ich hier tun? Ja, hier ist ja Platz ohne Ende eigentlich, ne, für die Pfeile. Lass mal hier rein. So. Dann holen wir mal ein paar Pfeile raus. Noch ein Stack. Gut. Was zu essen. Ein paar Fackeln. Erde ist nicht so wichtig. Das hier zum Straßenbauen. Könnte man eigentlich auch direkt mal machen. Bisschen Gravel verbauen. So, und Dirt ist im, also ist nie verkehrt, ein bisschen Dirt in der Tasche zu haben. Kann man nur gut brauchen. So. Okay. Die Höhle. Also wir waren ja das letzte Mal, waren wir in dieser Schlucht, in diesem Canyon drin. Und der Canyon, der war ja, das habe ich nochmal nachträglich geprüft, liegt komplett auf oder in diesem Grundstück hier. Es könnte also wirklich funktionieren mit dem Community-Projekt. Zudem hat ein Admin, soweit ich das kurz überflogen hatte, hatte mir geschrieben, dass man das wohl verwirklichen kann, dass man wohl Parzellen in so einer unterirdischen Welt vergeben kann. Vermutlich auch in der Höhe begrenzt. Das wäre natürlich ganz, ganz großartig. So könnte ich den ganzen Canyon in Teile aufteilen und dann an ja, illustre Teilnehmer verteilen. Und noch etwas. Das Ganze, also dieser ganze Dungeon-Kram. Tja, wo liegt der wohl? Hier geht's nach unten. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Klick. Wir sind unten. Hier unten ist das Teil. Nochmal hoch. Ne, war gerade eine Spinne. So, wir gucken jetzt in die Richtung. Da ist unser, ja, unsere Halle. Und dort geht es nach rechts. Dort ist unsere Halle. Da ist also unsere Halle. Und das hier, hier geht es Richtung Holzfäller. Das heißt, das hier geht zum Wald. Richtung Holzfäller. Ich glaube, besser kannst du doch gar nicht laufen. Das ist ja mehr als perfekt. Wo? Ah, da. Du hast noch nichts gegen. Ey, au! Geht's doch gar nicht. Unverschämt. Unverschämt. Ja, also ich würde sagen, besser kann es gar nicht sein. Ich würde sagen, und ich sage nochmal, ich würde sagen, das steht, das Projekt machen wir. Das machen wir. Also ich werde hier vielleicht mit ein bisschen Hilfe von einem der freundlichen Admins, wenn ich ganz lieb bitte und ganz, ganz lieb frage, hier mal wirklich so ein paar Teile abgrenzen, so gut es halt irgendwie geht. Und mir was einfallen lassen, wie ich das am besten verteilen kann. Eventuell machen wir das so, dass man sich dann hier solche Parzellen einfach, naja, gegen eine kleine Spende halt von mir mieten kann. Bedeutet eigentlich nur, ich möchte ein Portal endlich haben. Moment, wir können ja mal schauen. Ich habe jetzt schon wirklich
jede Menge Spenden auch schon bekommen. Nochmal danke dafür. Und jetzt sind es schon 6735 Euronen. Ich glaube, 9000 war es, ne? 9000 brauche ich für ein Portal. Ja, das würde bedeuten, das Portal ist nicht mehr weit weg. Diese Grundstücke oder diese Parzellen hier würde ich dann halt einfach so teuer machen, dass es halt gerade reicht für so ein Portal. Damit wir hier auch ein Portal hinstellen können oder also ja, so einen Endpunkt einrichten können, sodass man hier auch immer wieder hinkommt. So. Ansonsten, wie das Ding hier unten dann ausschauen soll, das, ja, da muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Ich möchte auf jeden Fall diesen Stollen und diese Stollen hier wiederbeleben. Die sollen so bleiben und möglichst viel soll unverändert bleiben von der Grundstruktur, von dem Ganzen hier. Aber wir können hier natürlich, was weiß ich, Vegetation anpflanzen. Wir können hier so ein paar Hängebrücken rüber machen und. Also das Ganze hier, zum Beispiel sowas hier, einfach besser machen. Ja, so ein Rotz braucht man nicht stehen lassen, sondern dann reißen wir das ab und bauen eine richtig tolle Hängebrücke, die vielleicht sogar seitlich läuft oder so. Weiß nicht, wie gut ihr bauen könnt. Das könnt ihr dann unter Beweis stellen. Das wäre natürlich ein super Ding hier. Ja, also das steht, das Projekt machen wir so, würde ich sagen. Und da freut mir drauf. Und ich sag noch Bescheid, wenn es dann soweit ist. Ja, da mache ich dann eine große Ankündigung. Jetzt erstmal muss ich erst nochmal mit den Admins sprechen, wie weit das hier so funktioniert. Gut, wieder nach oben. Herrlich, direkt hier. Oh, dunkel und Regen. Boah, schlechter kann die Sicht nicht sein. Da ist nichts, na egal. Gehen wir mal hoch. Passt schon. Ja, ach. So, okay. Hier rein. Und zwar, es gibt ja noch ein bisschen Kram, den ich hier noch irgendwie rumfliegen habe, aber noch gar nicht verwendet habe. Wo war denn das? Hatte ich das hier irgendwo in dieser Schulka? Hier hatte ich noch ein bisschen Krams. Genau, Weihnachtsvogel. Jede Menge Weihnachtsvögel. Karlchen, Knut der Eisbär und noch ein Weihnachtsvogel. Ja. Oh, hier ist noch ein Eisdolch. Ach, der Eisdolch, richtig. Ist auch noch da. Schon fast vergessen. Jo, Karlchen könnten wir mal eigentlich spawnen, würde ich sagen. Wir haben ja hinten bei den Villagern haben wir ja Platz. Und da würde Karlchen noch wunderbar hinpassen. Knut der Eisbär. Ich weiß nicht, wie aggressiv der ist. Macht er die Villager kaputt? Greift er die an? Ich meine, es ist der liebe Knut. Na, wer weiß, ne? Eisvogel. Ach Gott, diese Eisvögel. Ein Eisvogel, mehrere Weihnachtsvögel. Nehmen wir mal diesen Weihnachtsvogel noch und... Ach, das... Was habe ich Eisvogel gerade gelesen? Eisbär und Weihnachtsvogel. So. Ja, nee. Einen Vogel machen wir mal. Also die drei hier werden wir mal spawnen. Ja. Das kann wieder weg. Die gute Weihnachtskiste. Und irgendwo waren aber noch ein paar mehr. Da war doch noch... Wo? Hier? Nee. Nein. Kann ich das mal reintun, oder? Nee, nehme ich mit. Das nehme ich mit. Wo ist der Kram? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. War hier nicht noch ein Villager? Hier war doch irgendwo ein Villager. Oder übersehe ich das gerade? Hier, mein Gott. Da ist er. Spawn Villager. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Der Weihnachtsvillager. Karlchen, Knut, Weihnachtsvogel. Ja, ich würde sagen, den Villager packen wir zu den anderen Villagern. Ebenso Karlchen, Knut. Ja, wobei ich bei Knut nicht so ganz sicher bin, aber auf jeden Fall die drei hier schon mal. Und Knut, wenn man denen nichts tut, tut er einem ja auch nichts, ne? Wir können das mit den Bären ja mal testen. Wir testen das mal, ob Bären allgemein gefährlich sind. Bedeutet, ich lege mal ein bisschen ab. Wo ist das jetzt verschwunden hin? Ich weiß nicht, irgendwo. Da ist es, okay. Dieser Eisberg, kommt mal hier hin. Und die sind ja sowieso sehr wertvoll. Kommen hier hin, Bogen behalte ich. Den ganzen Kram hier mal irgendwie alles weg. Ich glaube, das reicht doch schon. Hier den Kram lasse ich einfach mal drin. Nur die will ich auf keinen Fall verlieren. Mein Zeug eigentlich sowieso generell nicht, aber... Man kann es ja wiederholen und
Die Rüstung schimmert ja auch. Die Werkzeuge schimmern ja auch ein bisschen. Ich meine, hier haben wir ja schon mal so einen Knut, ne? Ist aber nicht unser Knut. Karl, ach nee, das ist ein Karl. Klar, Karl, natürlich. Zu den Knuts laufen wir jetzt. Mal gucken, ob die noch da sind. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Gegend hier immens anziehend ist für Eisbären. Scheint wohl wirklich, also hier ist echt eine riesige Population. Ist ein Phänomen. Plötzlich waren sie da. Ich glaube, hier schmeckt der Fisch einfach ein bisschen besser oder so. Ich weiß nicht. Mal gucken, ob er angreift. Die klingen wirklich so bedrohlich. Wenn man dich wegschiebt, wirst du aggressiv? Frisst du mich oder würdest du auch einen Villager fressen? Wenn ich dich nass mache? Ja. Also scheinen sehr friedlich zu sein, ne? Ich hau jetzt mal erstmal nicht drauf, weil ich erstmal wissen will, ob die im Allgemeinen irgendwann dann abgehen. Ich weiß ja nicht, wenn die ein Kind haben, glaube ich, ne? Wenn die so ein kleines Kindchen mit sich führen, dann ist das schwierig. So, hier sind wir jetzt auf dem Nachbargrundstück. Wow, was geht denn da hinten? Was ist denn hier los? Also, wenn ich das hier überlebe, dann sind die Viecher nicht gefährlich. Oh, diese Stimmen. Na, komm. Verfolgt er mich jetzt? Nee, echt nicht? Oder zählt das nicht? Tja, gehauen. So, auf den Hintern geklapst. Du nochmal? Au, natürlich. Die kann ich gar nicht hauen. Ich bin hier auf dem Nachbargrundstück. Natürlich klappt das nicht. Die hier aber, die werden sich wahrscheinlich beschweren. Alles okay oder bist du jetzt tierisch angefressen? Er sieht ein bisschen wütend aus. Oh Gott, ist doch alles cool, ist doch alles cool. Kommt er? Oh, der wird schon ziemlich, der ist ziemlich aggro, ne? Kommst du? Hast du mich? Wie viel Schaden macht er denn? Ich glaube, er will... er will mir nichts Gutes. Na gut, komm. Ich will ihn jetzt auch nicht... will er mir jetzt auch nicht schaden? Komm, folgt er mir? Nee, ich glaube, das ist ihm jetzt zu viel. Gut, okay. Wenn man sie haut, dann werden sie biestig. War ja irgendwie auch zu erwarten. Aber ich glaube, ansonsten sind die harmlos. Also, wie machen wir es? Wagen wir es? Packen wir den Eisbären-Knut hinten zu den Villagern? Ich würde sagen, ja, machen wir. Ein Eisbär, der Knut heißt, der kann einfach nicht böse sein. So. Das hatte ich ja draußen hingepackt. Hier. So. Mitnehmen. Das Fleisch ist wieder auf magische Weise verschwunden. Und der Rest. Das nehme ich mit und das hier tue ich mal. Ist wieder verschwunden. Mein Gott, Hilfe. Diese Lags. Das Ding kommt hier hin. So. Dann fahren wir mal zu den Villagern. Bin ich schon auch lange nicht mehr da gewesen. Okay, hier sind sie. Steht noch alle draußen im Regen. Mhm. Fleißig sind sie. Ein Kindchen sehe ich jetzt noch nicht, aber klar, wenn niemand hier ist, dann vermehren die sich auch nicht. Das ist irgendwie ziemlich krank, aber so ist das halt.
Ihr kleinen Halunken, ja? Ja. Ein bisschen vermehren. Ja, vermehrt euch mal. Ich glaube, genügend Türen sind noch da. Müsste also eigentlich noch gehen, ne? So, egal. Wir spawnen jetzt mal was. Was haben wir hier? Das hier ist jetzt Karlchen. So, also gibt es jetzt erstmal eine Runde Karlchen. Wollen wir Platz? Hier, da ist die Kuh. Nee, mal was hier hin. Karlchen. Karlchen! Ja, passt wunderbar hier hin. Der Villager kommt zum Schluss. Der Knut... Ja, hier der Vogel. Ich meine, ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr spektakulär, aber... Och, aber doch. Finde ich super. Ja, jetzt habt ihr ein Haustier. Der Villager. Mal gucken, wer das ist. Das soll wohl irgendwie... Ach, schau an. Er wirkt anregend. Der Papagei. Okay, jetzt der Villager. Was bist du? Ach, das gibt's doch nicht. Der Weihnachtsmann. Hier ist das Weihnachtsdorf. Jetzt. Aber, doch. Oh, das ist ja super. Cookie und Milk gibt Geschenk. Ach, wie putzig ist das denn? Man kriegt Geschenke und, ja, noch so ein ungelegtes Geschenk. Das ist ja super. Jetzt finde ich es gerade schade, dass ich so lange gewartet habe mit dem Weihnachtsmann. Siehst klasse aus. Super. Geh und vermehr dich. Mach kleine Weihnachtskinder. Oh, da hinten ist... Da geht's gerade heiß her, oder? Ja, da geht's jetzt. Tja, die neuen Gäste hier, ne? Habt ihr beide Herzchen? Nee, du nicht. Du rennst weg. Aber du bist... wild, ne? Na gut. Der Knut. Ja, entweder wird er jetzt alle zerfleischen hier. Ich muss mal drauf achten. Also ich spawn ihn mal hier vorne. Wo ist denn hier der Nichtsnutz? Du bist der Nichtsnutz, nicht wahr? Dann spawn ich ihn hier bei dir. Wenn jemand gefressen wird, dann du. Was zum Teufel? Was? Das war doch nicht Knut. Was war das denn? Ich du bist auch total unerschrocken, nicht wahr? Hey Vogel, nicht wegfliegen. Bleib schön hier. Okay, ich war gerade so baff, ich konnte jetzt auch gar nicht drauf einschlagen. Alter Schwede. Ist das so richtig? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich meine, das sollte doch Knut werden. Oh Mann. Oh, hier ist einer verliebt. Da eben war doch eben noch jemand. Ja, irgendwann werden sie sich auch finden. Ihr müsst nur fest daran glauben. Und nicht mit dem Nichtsnutz. Geh da weg. Geh da weg. Das verbiete ich, den Umgang. Ja, du gehst mal darüber. Komm, geh mal darüber. Also der Vogel, du bleibst schön hier, oder? Ich meine... Ja, wollte ich schon sagen. Hören tut er. Gut, okay, also kein Eisbär hier. ja, okay. Naja. So. Ich würde sagen, für die Villager war es das jetzt mal. Ich meine, die sollen sich jetzt noch ein bisschen vermehren. Ich halte mich noch ein wenig hier in der Nähe auf, glaube ich. Aber wir können noch mal ganz kurz, so zum Ende der Folge jetzt, noch mal kurz rüber flanieren. Hier bin ich jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr gewesen. Und ich bin hier so unglaublich gerne hier. Ich finde das echt schön. Das ist jetzt kein Prachtbau, aber ich finde irgendwie dieses Setting hier wunderschön. Richtig gemütlich. Auch wenn es gerade regnet. So, euch geht's allen gut. Nametags habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ihr bekommt wahrscheinlich sowieso keinen Namen. Ihr Kühe auch nicht. Geht's auch allen gut. Ein Hühnchen mit Namen. Und euch hier. Na, seid auch noch alle da. Schere habe ich jetzt auch keine mit. Ist aber auch nicht schlimm. So, du hast ja einen Namen, heißt Thorsti. Aber du, mit dieser unglaublich hässlichen Rüstung, was so schade ist. Mensch.
Wieso sieht das so aus? Ich glaube, ich muss mal dieses Chroma Hills. Da gibt es jetzt, glaube ich, eine neue Version von. Das lade ich mir mal runter und dann teste ich das mal. Weil so geht das ja nicht. Ich meine, so ein hübsches Pferd und so eine tolle Rüstung eigentlich. Und dann bekommt es nämlich einen Namen. Das wäre dann das zweite Pferd mit Namen. Hier unten ist auch kein Tier mehr. Schweinchen sind mittlerweile alle weg. Ja, kann man nichts mehr dazu. Gut. Okay. Gehen wir aufs Dach. Und mit diesem wunderschönen Anblick im Regen, total gemütlich. Also ich finde Regen sowieso total gemütlich. Würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für diese Folge. In der nächsten, weiß ich noch nicht, was wir da machen. Ich lass mir was einfallen. Wir finden schon was. Dann würde ich sagen, toll, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao.